Einen wunderschönen guten Tag und das wünsche ich dir heute aus Frankreich, denn wir fahren heute auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Marseille und Avignon. Unsere Fahrt beginnt hier kurz ein paar Kilometer vor Avignon und wir rüsten zuerst einmal den TGV Duplex auf und fahren mit ihm ab. Ja, wir haben heute auf der Strecke sehr viel Verkehr, unter anderem auch eine kleine Streckensperrung. Alles weitere werden wir dann während der Fahrt sehen. Wir fahren zuerst einmal ein in den Bahnhof von Avignon und nehmen dort die Passagiere an Bord. So, die Bremse wird gelöst. Der Zug rollt gleich los. Wir stehen nämlich auf einem abschüssigen Streckenabschnitt. Und wir schalten schon mal langsam Leistung auf. 170 sind freigegeben laut TVM-Signalisierung. Und wir beschleunigen an der Stelle einmal kurz bis auf 100. Und dann müssen wir auch schon wieder abbremsen, denn der Bahnsteig kommt. Wir haben auch eine verkürzte Einfahrt am Bahnsteig. Der Bahnsteig ist nämlich schon belegt. Deswegen müssen wir noch relativ rapide wieder runterbremsen. So, kurz bis auf die 100 beschleunigen. Ein paar Sekunden halten. Und dann schon wieder die elektrische Bremsstellung vorwählen. Ruhig volle Bremsenergie nutzen. Den Rest machen wir dann mit der Luftdruckbremse. Ja, der TGV Duplex oder Duvelex, je nachdem wie man es ausspricht, ist ein Hochgeschwindigkeitszug, der ja, die Vorteile eines Doppelstockzuges vereint. Wir haben in der Mitte diese Mittelwagen, wie man sie auch vom ja, ich sag mal klassischen ICE1, ICE2 kennt, und hinten und vorne jeweils einen Triebkopf. So, dort vorne steht schon der andere Zug. Andere Triebzugeinheit. Deswegen müssen wir auch ein bisschen stärker runterbremsen. Wir müssen vor dem Zug einmal zum Stehen kommen. So. Ja, wir fahren noch ein Stückchen ran. Aber wichtig ist es halt, dass wir, bevor wir ankuppeln, mit dem Zug einmal anhalten. So, die elektrische Bremse wirkt auch nicht mehr so richtig bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten. Deswegen schnappen wir uns hier drüben die Luftdruckbremse. Da gibt es drei Stellungen. Einmal die Lösestellung ganz vorne. Die, ich sag mal, Druckbeibehaltenstellung und halt Bremsen anlegen. Also Avignon, TGV 3 haben wir angehalten, wunderbar. Also Bremse lösen und langsam an den Triebzug ranfahren. So, jetzt hier nicht wundern, die Bugklappe, die öffnet sich gleich von alleine. Wir rollen schön langsam dran. Hier auch unsere Schaffner. Die gucken, dass alles hier nach Plan verläuft. Die Bugklappe öffnet sich, wie gesagt, von alleine. Zack. So, Bremse wird auch angezogen. Und dann öffnen wir die Türen. Genau. Fahrgäste dürfen hier in Avignon zusteigen. Wir lassen wahrscheinlich gleich noch einen anderen Hochgeschwindigkeitszug durch. Und wenn der es dann geschafft hat und seine Fahrt fortgesetzt hat, können wir auch mit unserem TGV abfahren. So, den Führerstand haben wir noch schnell gewechselt. Die Instrumentenbeleuchtung ist auch hier aktiv. Die Bremse ist noch angelegt, wunderbar. Fahrtrichtungswender geht nach vorne. Wir möchten schließlich geradeaus fahren, beziehungsweise nach vorne fahren. Und ganz kurz noch dem Personal Bescheid geben, dass wir abfahren können. Türen sind noch geöffnet. Wir setzen uns auch gleich mal in den Zug rein. Das sieht nämlich auch wirklich interessant aus. Ja, wir haben schließlich noch ein paar Minuten, können wir direkt reingehen. So, hier innen drin die typische TGV-Ausstattung. Wirklich komplett bepolsterte Sitze. Die Kopflehnen hier auch noch mit dran. So, da kommt gerade ein TGV durchgesaust. Richtig cool. So, wir waren hinten, genau. Dann haben wir ausklappbare Tische. Die kennen wir auch schon aus den anderen TGV-Zügen. Wir haben diese, ja, Nachttischleuchten, sag ich mal. Natürlich auch eine Steckdose. Den Strom brauchen wir natürlich für die Reisenden hier hinten auch. Ja, typische Gepäckablagen hier oben. Die Sitzbezeichnungen sind natürlich auch reservierbar
Und jo. So, vorne im Führerstand geht's weiter. Das Lämpchen können wir auch noch einschalten. Das KVB-System ist aber heute nicht in Betrieb. Wir nutzen heute wirklich nur das TVM-System, also sprich die Geschwindigkeitsanzeigen hier im Führerstand. Als Signale dienen uns diese, naja, gelb-blauen Täfelchen, wo dieser Pfeil jedes Mal drauf ist, also ähnlich den in Deutschland verwendeten NE14-Tafeln vom ETCS-System, wobei die sich halt wieder unterscheiden, dass wir bei den NE14-Tafeln wirklich einen richtigen Pfeil haben und hier bei dem, ja, in Frankreich verwendeten Signalisierungssystem dieses große Dreieck. Also die sind nicht genau dieselben, die sehen sich zwar sehr ähnlich, aber es ist ein anderes System und ein anderes Signalschild, was sich dahinter verbirgt. So, wir fahren den TGV 6109 von Paris Gare de Lyon nach Marseille Saint-Charles. Ich würde eigentlich mal meinen, wir könnten so langsam mal die Türen schließen, wobei das ja automatisiert erfolgt. 12 Uhr haben wir es gerade und wahrscheinlich 12.01 Uhr sollen wir hier abfahren. Dann wird es auch mal Zeit. Ja, wir fahren heute eine TGV-Duplex-Einheit in Doppeltraktion sogar. Also sprich zwei Zugteile. Hier drüben der Kollege fährt schon ab. Da reichen die Bahnsteiglängen schon fast gar nicht mehr aus. Das ist wirklich genau auf so eine Doppeleinheit zugeschnitten. Ja, die französische TGV-Flotte gilt als eine der zuverlässigsten Hochgeschwindigkeitszüge in ganz Europa. Im eigentlichen Betrieb gab es bei diesen Zügen noch nicht einen Unfall, wo wirklich Personen, sage ich jetzt mal, ums Leben gekommen sind, glücklicherweise. Es gab eine Entgleisung, bei der tatsächlich eine Todesfolge zustande kam. Das war aber während einer Testfahrt und nicht im normalen, ja, Zugbetrieb. Also diese Züge gelten als wirklich sehr, sehr, sehr sicher. Gut, der TGV ist auch ausgefahren. Und dann erfolgt auch bei uns gleich die Ausfahrt. Die Türen sind schon zu, wir können also los. Nächster Halt, ja, ich sag mal Aix-en-Provence. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Der französischen Sprache bin ich da jetzt nicht so mächtig. Die Bremsen lösen sich und dann sollte der Zug langsam losrollen. Genau. Vollständig gelöst und Leistung aufschalten. Das TVM-System wird immer komischerweise nur dann aktiviert, wenn wir hier an einer dieser Signalmarker vorbeifahren. 170 darf gefahren werden. Wir stellen unsere, ja, ich sag mal AFB auf 170 ein. Das wird sich dann gleich noch schlagartig auf 300 erhöhen und am Ende dann auf 320. Wir können die auch ruhig schon mal auf 300 hochstellen. Die 170 erreichen wir sowieso noch nicht in dem, ja, Geschwindigkeitsblock, wo wir sie fahren dürfen. Wird gleich hochschnippen. Der Zug beschleunigt auch richtig schnell. Bei 140 Sachen sind wir jetzt schon. 150, 160. So, die 300 sind hier freigegeben. Sehen wir daran, dass wir diese, ja, weiße Ziffer haben, also oder diese weißen Ziffern auf grünem Grund. Bis auf 320 geht es mit dem Zug. Schneller kann der Zug nicht und schneller darf die Strecke auch nicht befahren werden. Ja, bei 320 ist dann Schluss. Das reicht ja auch. Oh, schön. Das ist ein TGV Rousseau, wenn ich das richtig sehe. Der Unterschied zu dem Zug ist halt, wir haben jetzt hier eine Doppelstockeinheit oder Doppeldeckereinheit, so kennen es wahrscheinlich die meisten. Und der TGV Rousseau oder TGV, ich sag mal POS einfach, die haben halt, ja, eine Ebene, sag ich mal. So, da auch unmittelbar vor uns ein Zug fährt, müssen wir besonders darauf achten, welche Geschwindigkeiten hier zugelassen sind. Wir haben hier im Führerstand immer die Anzeigen, wie schnell wir halt fahren dürfen. Und hier unten drunter diese rote Zahl ist halt immer die Ist-Geschwindigkeit, also was wir tatsächlich wirklich gerade auf der Strecke zurücklegen. In dem Fall
ja, gleich 300 Kilometer pro Stunde. In Deutschland sind 300 Kilometer pro Stunde die für den Reiseverkehr zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Der ICE3 kann aber sogar in Frankreich, er hat natürlich auch die Möglichkeit nach Frankreich zu fahren, bis zu 330 Kilometer pro Stunde zu fahren. In Deutschland ist er lediglich für 300 zugelassen. Aber hier in Frankreich wird halt schneller gefahren. Wobei ich der Meinung bin, dass diese 20-30 Kilometer pro Stunde jetzt hier nicht wirklich noch den Unterschied machen. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 300, ja, da kann man sich allemal über diese Hochgeschwindigkeit freuen. Und auf 320, das ist das Maximum. Ich glaube, schneller sind wir auch gemeinsam im Train Simulator noch gar nicht gefahren. Weil schon bei diesen 300 km/h, da stellt sich ja wirklich ein Tunneleffekt fast schon ein. Man guckt einfach nur noch nach vorne und alles andere versinkt so im Sichtrand. Zumindest in der Realität. Hier im Simulator, da sieht das alles noch ein bisschen anders aus. Ist auch viel angenehmer. Ja, die Soundkulisse ist hier im TGV Duplex auch noch ja, relativ ertragbar. Dabei stellen sich natürlich auch immer Unterschiede ein zu der Fahrgastansicht hinten, zum Fahrgastbereich und der ja, Position hier von dem Führerstand, wo wirklich der ganze Wind drauf klatscht, wo der komplette Windwiderstand oder Luftwiderstand entsteht. Dort hinten geht es wesentlich ruhiger zu. So, Aix-en-Provence kommt dann in ca. 60 Kilometern. Das ist aber auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Bei 300 Kilometern pro Stunde, oder jetzt in unserem Fall sogar 320, da zieht die Welt in einem, ja, Wimpernschlag an einem vorbei. Gerade eben entgegengekommen ist uns auch ein TGV in der Carmillon-Lackierung. Das ist das neue Farbkleid, was die SNCF seit einigen Jahren auf der Schiene trägt. Von der SNCF gibt es auch unterschiedliche, ja, ich sag mal, Marken. Also einmal natürlich die normalen Züge, wie sie jetzt in Carmillon-Lackierung unterwegs sind. Dann so eine blaue Lackierung, ich glaube Inouï oder irgendwie sowas nennt die sich. Das ist halt die, ja, vermeintliche Billigmarke, wo halt die Züge, ja, preiswerter sein sollen für die Fahrgäste. So, wir müssen runterbremsen. Auf 300 auf jeden Fall schon mal und dann auf 270 streckenseitig. Na, wieso löst die Bremse nicht mehr? Ist es jetzt eine Notbremsung schon? Es kann sein, wenn die Bremse zu stark angelegt wurde, dann gibt es hier eine Notbremsstellung und dann wird der Zug zwangsläufig auf Halt runtergebremst. Das sieht nämlich auch gerade so aus. Wobei, nee, der Richtungswender ist nach vorne. Das kann eigentlich also keine Zwangsbremsung sein. Jetzt lösen auch die Bremsen wieder. Ja, okay, das ist ein bisschen komisch. So, 270 darf gefahren werden. Wenn das so blinkt und wir diesen, naja, diamantförmigen Hintergrund, sag ich mal, haben, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass wir halt runterbremsen müssen. Also eine Geschwindigkeitsrestriktion. Und 320 darf wieder gefahren werden. Dann heißt es für uns wieder beschleunigen. Und zwar auf Höchstgeschwindigkeit. Ich sag doch, die Strecke vor uns ist voll. Jetzt kommt jetzt so ein bisschen ins Schleudern. Ein bisschen Sand mal noch dazu. Ich glaube, das ist jetzt das normale Beschleunigungsverhalten. Das ist jetzt nicht so besonders stark, dass ich sagen würde, da kommt es zu Problemen. Entgegen kommt uns ein weiterer TGV-Zug, ebenfalls eine einzelne TGV-Duplex-Einheit. Das sieht einfach cool aus.
TGV fahre ich wirklich gerne, weil die Züge fahren sich relativ einfach. Das TVM-System ist auch super verständlich. Und die Strecke hier in Frankreich einfach mal mit 320 km pro Stunde zu befahren, ist natürlich auch eine geniale Sache, die man nicht jeden Tag macht. Es sei denn, man ist natürlich Triebfahrzeugführer bei der SNCF. Und dann natürlich auch im Hochgeschwindigkeitsbereich, versteht sich von selbst. Die Güterzüge und normalen Personenzüge fahren mit wesentlich niedrigeren Geschwindigkeiten. So, hier vorne sind wir im Überholbahnhof. Dort steht ein anderer Zug. Okay. Könnte auch wieder einer vom Typ Rousseau sein oder POS. Den genauen Unterschied weiß ich da jetzt auch nicht. Auf jeden Fall unterscheiden sie sich in den Baujahren, in den technischen Feinheiten. Aber ganz ehrlich, mit der deutschen Zuggeschichte habe ich schon genug Eisenbahnwissen, sage ich jetzt mal, aufgesaugt. Da ist es wirklich kein Problem, wenn das hier in Frankreich ein bisschen rudimentärer ausfällt. Und auch noch ein interessanter Fakt, die TGV Duplex-Züge wurden übrigens von Alstom auch im Jahre 2018 nach Marokko geliefert, denn dort wurde im Winter 2018 die erste Schnellfahrstrecke in Afrika eröffnet. Die führt von der Straße von Gibraltar, von einem Ort dort, bis nach Casablanca. Der Streckenabschnitt ist schon eröffnet und soll dann noch erweitert werden auf, ich glaube, insgesamt eine Streckenlänge von 300 Kilometern. Dort fahren die ersten TGV-Duplex-Züge im Hochgeschwindigkeitsverkehr in Afrika seit 2018. Novemberträchtig war es. Auch ein ziemlich interessanter Fakt. Also das wusste ich bisher noch gar nicht. Habe ich jetzt auch erst bei der Recherche hier vor der Fahrt herausbekommen. Damit versucht man halt, die Infrastruktur in Marokko aufzuwerten und gerade auch das Land wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Das Ganze ist auch ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der SNCF, also der französische Staatseisenbahn, und damit natürlich Frankreich und Marokko selbst. Man hat dort versucht, das Know-how und den Erfindergeist aus Frankreich in gewissen Maßen nach Marokko auch zu übertragen. Was ich persönlich sehr gut finde, weil einfach die Zusammenarbeit hilft natürlich auch den Ländern unter sich. Und schließlich wollen wir alle, dass die Länder auch in Afrika Fortschritte machen. So, 320 blinkt, das heißt, die Geschwindigkeit ist nicht mehr sichergestellt. Wir nehmen an der Stelle einfach die Leistung raus, lassen den Zug ausrollen. Wir bremsen dann sicherlich auf 300 runter. Ja, gerade bei dieser bergigen Landschaft. Genau. So, volle E-Bremskraft vorauswählen. Dann auf 270 runterbremsen. Luftdruckbremse nehmen wir mit dazu. Oh, sehr schön. Das Farbkleid von den TGV-Zügen finde ich immer wieder wunderbar. Und die 270 dann bitte halten. Okay, als weiße Ziffer auf schwarzem Hintergrund. So, die 270 sind in dieser, AFB vorgewählt. Und 300 dann wieder, okay, dann schalten wir wieder hoch. Also wir haben quasi die Geschwindigkeitsvorwahl hier drüben in diesem kleinen Anzeigepanel. Da haben wir halt diesen roten Zeiger, mit dem können wir die aktuelle Zielgeschwindigkeit, die wir fahren möchten, einstellen. Oh, und der nächste TGV-Zug. Mann, die fahren hier aber auch wirklich in kurzen Blockabständen. Wieder in der Chamäleon-Lackierung. Genial. Ich finde das so schön.
Das neue Farbkleid gefällt mir sogar besser als das alte Blau. Wobei ich sogar sagen muss, Blau ist eigentlich meine Lieblingsfarbe mit. Ich finde eigentlich beide Farbkleider echt schön. Vor allen Dingen gefällt mir das Logo von der französischen Staatseisenbahn, von der SNCF. Dieses ja, schöne Rot, was dann in dieses Lila übergeht. Ich finde, es ist einfach viel gestaltungsvoller als bei der Deutschen Bahn. Einfach nur dieses DB dahin geklatscht. Rote Ziffern bzw. Buchstaben auf weißem Grund. Steckt einfach mehr Design drin. Auch gefällt mir die Soundmarke oder das Soundlogo von der SNCF richtig gut. Dieses da, 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 da. Also dieses, ja, wie soll man das beschreiben? Einfach diese, Geräusche, die halt am Bahnsteig mit abgespielt werden. Es kommen halt nicht einfach nur diese Durchsagen, wie das jetzt bei uns ist, wo das meinetwegen einen Gong gibt und dann halt Zug ABC nach XY statt, sondern die haben da diese wirklich schönen Ansagen. Mit Sound unterlegt noch. Finde ich einfach cool. Und was einem auch noch relativ schnell auffällt, ja, natürlich, dass hier dem Zug entgegenkommt, klar, aber man hat hier bei den französischen Hochgeschwindigkeitsstrecken oftmals, nicht immer, aber oftmals, diese besonderen Schwellen. Man hat quasi in der Mitte keinen sichtbaren Betondurchgang, sondern die sind ja so als Mini-Betonschwellen, sag ich jetzt mal, einseitig in den Boden eingelassen und unten drunter befindet sich dann nochmal so eine Art, naja, Stahlverstrebung ist das, glaube ich. Dadurch werden dann halt die Abstände zwischen den einzelnen Schienen gewährleistet. Mit anderen Worten, die Verbindung ist halt einfach nur nicht sichtbar. So, die 300 hat jetzt hier ganz kurz geblinkt, wahrscheinlich weil man an den Zug, also an den vorausfahrenden Zug, relativ nah aufgefahren ist. Aber dann im selben Moment wieder der Zug aus dem entsprechenden Block ausgefahren ist. Wir können dann mal ganz kurz auf 290 runterstellen, die Geschwindigkeit. Ja genau, die 300 blinkt nämlich schon. Der Zug bremst jetzt hier automatisch auf die 290 runter. Allerdings nur mit der elektrischen Bremskraft. Denn ich denke, es geht gleich, ja, auf 270 runter. So, da es den Berg hinauf geht, brauchen wir die Luftdruckbremse nicht mit dazu nehmen. Das macht die E-Bremse ganz gut. Es könnte sein, dass wir in Aix-en-Provence einfahren. 210, 220, 230, ja, stimmt. Ja, 3 Kilometer noch. Da sollten wir mal langsamer werden, ne? Und 170, okay, da müssen wir ein bisschen stärker noch abbremsen. Oh, die Bremsen ziehen aber stark an. Na gut. Die Bremskraft brauchen wir auch gerade. Wieso ist denn der... Oh. Das war gefährlich. Wir haben Leistung aufgeschalten gehabt. So, Streckenabzweig kommt. Das heißt, der Bahnsteig auch gleich. Also volle E-Bremskraft wieder vorwählen. Dann werden wir rübergeschickt ins andere Gleis. Hm, 170. Mit den 170 können wir aber nicht am Bahnsteig anhalten. Fahren auch gerade sehr schnell an dem Bahnsteig, muss ich sagen. Mit 80 am Bahnsteig anfangen, gut, das geht klar. Wieder die schöne Chamäleon-Lackierung. So, und ganz wichtig, wir haben die E-Bremskraft im niedrigen Geschwindigkeitsprofil nicht mehr zur Verfügung. Sprich, wenn wir so bei 10, 20 km pro Stunde sind, dann wirkt die E-Bremse nicht mehr. Ja, wieso die nicht angezogen?
Das ist jetzt nicht so gut. Wir rollen ein Stückchen zu weit nach vorne. Aber, ja, wunderbar. Die Türen sind noch am Bahnsteig. Deshalb ist es kein Problem für uns. Wir können einfach die Türen öffnen und die Passagiere einsteigen lassen. Weil normalerweise steht man halt wirklich auch mit dem Triebkopf hier genau vorne an dem Ende des Bahnsteigs. Wir haben jetzt so günstig angehalten, dass wir halt genau vor dem Signal stehen. Geht auch klar. Wie gesagt, die Türen sind hier alle am Bahnsteig dran. Also haben wir hier keine Gefahr, dass die Passagiere irgendwie ins Gleis reinfallen oder so. So, wir rennen mal kurz in den Zug rein. Treppen kurz hochgehen. Dann haben wir noch eine Tür dazwischen und dann kommen wir in den Fahrgastbereich. Der ist auch nochmal unterteilt. Sieht richtig cool aus. So, und hier unten drin nochmal natürlich ja eine ähnliche Lounge. Ja gut, hier vorne, da können wir nicht rein. Da geht's dann in den Triebkopf. So, was ich auch sehr schön finde, man hat hier im Bahnhofsbereich die ja, eigentlichen Durchfahrtsgleise, die halt wirklich der Schnellfahrstrecke angehören, mit extra nochmal Schallschutzwänden, quasi, ich sag mal, versiegelt an der Stelle. Man kann zwar so leicht drüber gucken, aber man hat zum Beispiel auch nicht die Möglichkeit, dass hier irgendeiner auf diese wirklich stumpfsinnigen Gedanken kommt und meinetwegen unbedingt das Gleis wechseln muss und das halt nicht über die vorgegebenen Wege, wie hier oben diese ja, Fußgängerbrücke, sondern es gibt immer wieder Fälle, dass Personen halt einfach übers Gleise rennen und gerade durch diese Schallschutzwände und auch, ja, die Wände, die halt einfach das Drüberrennen vermeiden, quasi sichergestellt werden. Das finde ich echt schön. So, aber die Türen sind mir hier schon ein bisschen zu lange offen. Wobei, gut, für 35 ist die Abfahrt... Nee, für 19. Oh, das ist die Ankunft. Ja, das wird wahrscheinlich die Ankunft sein. Ja, estimated time to arrive. Und das hier unten ist dann die Abfahrtszeit um 22 Uhr, um 12.22 Uhr sollen wir abfahren. Also roundabout 10 Sekunden. Wobei, gut, hier ist sogar noch die Sekundenstelle angegeben. Also bei 49 Sekunden soll dann der Zug wieder abfahren. So, hier vorne im Führerstand können wir schon mal die Bremsen lösen. Allerdings nicht komplett, denn ich möchte auch nicht, dass der Zug hier wegrollt. Wir können den Bremsdruck schon mal um einiges senken. Ach, alles klar. Die lösen noch nicht, weil die Türen geöffnet sind. Das ist auch so ein Sicherheitsmerkmal beim TGV. Das macht er nicht einfach so. Damit er uns nicht wegrollt. Na, das ist cool. Also mal ein bisschen im Führerstand umschauen. Notausstieg gibt es dann hier. Durchs Fenster. Das lässt sich hier im Simulator auch nicht öffnen. Leider. Wir können lediglich mit den Kameraeinstellungen nach draußen springen. Weil ich das auch letztens gefragt wurde. Die Führerstandsperspektive von außen, also aus dem Sichtfenster heraus, kann mit der Tastenkombination Shift 2 vorgewählt werden. Das geht allerdings nicht bei allen Zügen. Und mit den Pfeiltasten kann dann jeweils gewechselt werden zwischen rechter und linker Ansicht. Bei manchen Zügen ist es dann auch so, dass man halt meinetwegen in Fahrtrichtung zum Führerstand vorne rechts rausschauen kann. Und wenn man dann ja, nach links wählt, guckt man hinten in Fahrtrichtung rechts raus. Das ist zum Beispiel bei der Ludmilla von Virtual Railroad so. Die fällt mir da jetzt als Beispiel ein. So. Wenn wir dann auch in Marseille einfahren, in das Stadtgebiet, müssen wir ganz wichtig von LGV auf C wechseln. Sprich von 25.000 Volt auf, ich glaube, 1500 Volt. Und die Stromabnehmer, die können eigentlich bei N bleiben. Ja. S und L sind dann die vorderen. Oder beziehungsweise die, na, sag schon. Die anderen Stromabnehmerkonfigurationen. Oh, da drüben kommt ein Zug. Ganz kurz an den Bahnsteig rennen. Ich sag doch, das sieht richtig cool aus. Mit Bar, die gibt es natürlich auch noch im Zug.
Das ist sowas wie halt beim ECE das Bordbistro. Genau. Und er kommt dann da hinten zum Stehen. Okay, so, es hat gerade Klatsch gemacht. Also unsere Türen sind zu. Wir dürfen abfahren. Bremsen sind gelöst. Los geht es. Ich stehe aber hier wirklich genau an der Signaltafel dran. Ja, den Fahrtrichtungssender sollte man zuvor in die Vorwärtsstellung gestellt haben. 170 dürfen wir fahren. Nächster Halt, Marseille. In ca. 20 Kilometern. AFB-Vorwahl geht schon auf 300 hoch. Die 100 haben wir geknackt. Dann auch gleich die 200. Das geht ja so schnell. Das finde ich auch ein bisschen komisch, dass die hier in Frankreich lila als Signalfarbe mitgewählt haben. Ich meine, in dem Fall ist es jetzt hier ganz klar ein Halt, der vorzuwählen ist. Einfach weil da ein Breilbock steht. Weiter geht's nicht. Aber auch bei den, naja, ich sag mal Gleissperrsignalen, die haben natürlich in Frankreich wieder einen anderen Namen. Die heißen halt nicht einfach so Gleissperrsignale. Da gibt es halt auch lila als Warnfarbe. Okay, 230. Aber wir dürften jetzt eigentlich gar keinen Zug vor uns haben. Oder ist es der gleiche Abschnitt mit der Weichenstörung? Es kann auch schon sein, dass wir durchgefahren sind. Ich glaube nämlich, als der TGV vorhin, das war kurz nach Avignon, dort in dem Überholbahnhof stand, das müsste der Abschnitt gewesen sein, wo die Weichenstörung vorlag. Weil normalerweise würde der Zug da nicht anhalten. Der musste dann nämlich auf unser Gleis, glaube ich, wechseln. Oh, 160. Wow, 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 wow. Extremes Schleudern auch. Meine Güte, das bebt hier vorne drin richtig. Löst die Bremse auch wieder. Das ist jetzt nicht so gut. Ich glaube, die möchte mal wieder nicht lösen. Das Problem hat man schon mal. Ja, wir sind noch genug unter der Zielgeschwindigkeit drunter. Liebe Bremse, du müsstest eigentlich wieder auslösen. Notbremsstellung sollte ich eigentlich nicht schon wieder vorgewählt haben. Was ist denn das nur? Wir sind in Neutralstellung. Fahrtrichtungswende ist auch nach vorne gelegt oder gestellt, je nachdem. Okay, dann kommen wir hier scheinbar zu einer Art Nothalt. Ja, ich habe wahrscheinlich die Bremse auf Emergency durchgezogen. Das wird sein. Aber versehentlich. Mit Absicht war das nicht. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall wieder genug an Zeit reinzuholen. Hört man mal schön die Motoren beim Anfahren. Der Sound. Einzigartig. Na gut, die 130 haben wir relativ schnell wieder erreicht, aber das hat uns trotzdem immens Zeit gekostet. Das hätte nicht sein dürfen. Oh, 80, okay. So, Bremse zieht an.
mehr Bremskraft. Okay, schön langsam durch den Tunnel. Ach, okay, wir kommen langsam ins Stadtgebiet. Dann heißt es für uns auf jeden Fall schon mal. Strom machen wir mal bitte ganz kurz runter. Komischerweise hat er immer noch Leistung aufgeschalten. Na gut. Wir wechseln auf Stellung C. Und dann gleich, wenn die entsprechende Ankündigung kommt. Genau, 1000 Meter haben wir hier noch. Wir müssen abbremsen. Okay, TVM deaktiviert. Lass den Zug noch nach oben fahren. 140 steht jetzt hier. Und dann müsste das schon der Bereich sein, in dem das normale System gleich verwendet wird. Genau. 1500 kommt dann hier vorne. Wir müssen den Zug aber noch einfahren lassen. Die Stromabnehmer sollten jetzt alle gesenkt sein. Genau. Ab dem Punkt darf dann auf 1500 Volt umgeschaltet werden. Das ist normalerweise hier auch in der Oberleitung dann erkenntlich, dass da noch eine Trennung mit drin hängt. So, wir sehen es hier, auch die Stromnehmer alle unten. Zug einrollen lassen in den Bereich. Mit 140 darf gefahren werden. So, 2500 Volt auf der LGW und 1500 im Stadtgebiet. Genau. Also heißt es für uns wieder, den Stromnehmer nach oben. Zack. Geht an der Stelle sogar der vordere hoch. Wenn auch komischerweise wieder nicht ganz auf der Höhe, auf der er eigentlich sein sollte. Und 140 wird an der Vorwahl eingestellt. Hier in Marseille fahren wir dann auch mit der Head-Up-Display-Ansicht hier unten. Einfach deshalb, weil ich sonst hier auch ja, eventuell meine Geschwindigkeit übersehe. Das ist wie gesagt ein anderes Signalsystem, andere Signaltafeln, die aufgestellt sind. Anmerkung auch hier noch, die Signale stehen für uns in Fahrtrichtung links. Und wir fahren natürlich auch in Fahrtrichtung links. Sehr schön, man sieht auch hier immer wieder die ETCS-Balisen. Dann das hier kann ich zum Beispiel überhaupt nicht verstehen, wieso die an einer Strecke, die mit 140 befahren wird, einen so dünnen Bahnsteig hinmachen. Wirklich, hier stehen Personen am Gleis. Das ist... wow. Also da möchte ich mich echt nicht so nah ran stellen, wie der Bahnsteig eng ist. Da musst du wirklich am Zaun kleben, wenn dein Zug vorbeigesaust kommt. Sonst zieht er dich durch den Luftwirbel mit rein eventuell. Das ist auch immer das Gefährliche und auch der Grund, wieso dieser Sicherheitsabstand am Bahnsteig so relativ groß ist. So, Runde 10 da vorne. Und dann in 2 Kilometern nur noch 60. Da können wir es jetzt auch ausmachen hier. Jedenfalls die Anzeige. Die Fahrt wird natürlich noch bis nach Marseille durchgezogen. Wir müssen den Zug dann, soweit ich weiß, auch noch in die Abstellung reinfahren. Also am Bahnsteig endet unsere Fahrt noch nicht. Keine Angst, wir rollen noch ein paar Minütchen. So, Potence P1. Keine Ahnung, ob das richtig ausgesprochen ist. Wie gesagt, ich bin kein Franzose. Wirst du wahrscheinlich auch schon am Sprachstil gemerkt haben.
noch weiter runterbremsen. Oh, auf 60. Das geht aber schnell. Nein, ich habe wieder die Notbremsstellung erwischt. Die 60 kommen. Na gut. Dann haben wir auf jeden Fall die 60 schon mal erreicht. So, nun als nächstes halt erwarten. Gut, dass wir das nochmal im Signal geklärt hätten. So, Nullstellung ist drin und dann Leistung aufschalten. Okay. An der Stelle können wir hier auch diese AFB deaktivieren. Genau, Geschwindigkeitsvorwahl deaktiviert. So, gelbes Signal heißt, soweit ich weiß, 30, ne? Ne, 60. 30 am nächsten Signal dann. Beziehungsweise halt eigentlich. Hier unten wieder die ETCS-Bar lesen. Und dann kommt dort vorne ein rotes Signal. Das heißt, genau dasselbe wie in Deutschland, nämlich anhalten. Bin ich mir nur nicht mehr ganz sicher, ob ein rotes Lämpchen hieß, eventuelle Vorbeifahrt. Egal, ist auf gelb umgesprungen. Wunderbar, dann geht's weiter. Und vor uns liegt dann schon der Bahnhof von Marseille. Das Ganze ist ein Kopfbahnhof, weshalb hier auch große Vorsicht dann bei der Einfahrt geboten ist. Nächstes rotes Signal, also wieder anhalten. Und wieder die Bremse lösen. Das ist ein bisschen doof gewählt, finde ich. Ich finde die Führerbremsventile, wie sie in deutschen Zügen eingebaut werden, echt schöner. Ob das jetzt beim ICE so ist oder bei den Tragstockmotiven. Da löst man nicht einfach schnell eine Notbremsung aus und auch der Fahrtrichtungswender springt nicht sofort wieder in die Nullstellung. Das geht nämlich hier wirklich schnell. Weil ich war jetzt halt so auf das deutsche System, sage ich jetzt mal, geeicht. Oder auf den eigentlichen europäischen Einheitsführerstand, wie er lange Zeit ja gebaut wurde. Hat sich ja mittlerweile auch wieder verändert. Mittlerweile ist ja dieser europäische Standard das, was wir bei der Baureihe 187 sehen, sprich Trax 3, wo wir halt überall diese Kombi-Hebel haben. Was ich persönlich wieder nicht mehr so schön finde. Aber wie es bei der Baureihe 101 zum Beispiel ist, bei der 152, bei der 189, bei der 145, 146, wo wir halt einfach wirklich rechts und links Bremse und ja, Gas geteilt haben und halt einfach stufenweise schön abbremsen können bzw. lösen. Steht hier eigentlich auch Siemens ETCS drauf? Ja, Siemens, genau. Ja, wird ETCS Level 1 oder 2 sein. Wobei bei Level 1 werden hier wahrscheinlich noch mehr Balisen. Also wird es Level 2 oder ähnliches sein. Marseille Saint-Charles. Gare de SNCF. Dass Gare Bahnhof heißt, das weiß ich auch noch. Und D müsste von oder der heißen. So, dort hinten kommt ein Prellbock. Den möchte ich mit dem Zug möglichst nicht küssen. Aber wir müssen dennoch mit dem ganzen Zug am Bahnsteig stehen. Und da brauchen wir noch einige Meter. Aber auch hier sieht man wieder, die Bahnsteiglänge ist genau auf die Züge angepasst. So, volle Bremsleistung vorgewählt bei der E-Bremse, aber die wirkt wie gesagt in dem Geschwindigkeitsbereich nicht. So, schön sacht angehalten.
Türen öffnen und dann ziehen sich die Bremsen automatisch an. Was ist denn heute los? Richtige Wortfindungsstörungen hier. So, rein mit den Passagieren. Kleine Bahnhofsübersicht. Ist auch riesig, wie viele TGV-Züge hier stehen. Genial. So, wir wechseln auf jeden Fall schon mal den Bahnsteig. Nee, nicht den Bahnsteig. Wir wechseln den Führerstand. Ich sehe hier die ganzen Bahnsteige und sage ich schon Bahnsteig. Okay. Andere Richtung. Hier drin auch wieder Licht einschalten. Instrumentenbeleuchtung leuchtet noch. Die Fahrplanleuchte hätte ich ganz gerne auch noch dazu. Fahrtrichtungssender nach vorne. Und dann können wir, ja, den Zug abstellen. Noch schnell schauen, ob wirklich alle Türen auch zu sind. Alles zu, alles zu, alles zu, alles zu. Ja, ob die Personen jetzt auch wirklich aus dem Zug raus sind, kann ich nicht überprüfen. Das hat der Zugbegleiter zu tun. Bremsen lösen und dann raus aus dem Bahnsteiggleis. Ach, was hieß das weiße Lämpchen? Ich hatte mir extra das Manual davor noch angeschaut. Ich dächte, das heißt Weiterfahrt erlaubt. Wir fragen auch einfach sicherheitshalber nochmal ganz kurz die Weiterfahrt an. Da hier keine Verweigerung kommt oder ähnliches, gehe ich mal davon aus, dass wir fahren dürfen. Wobei, das müsste doch hier nochmal erkenntlich sein. Ah, okay, ein gelbes Lämpchen. Das heißt als nächstes wahrscheinlich Halt erwarten. Genau, Halt haben wir dann zu registrieren. Am nächsten Signal, alles klar. 20 ist hier die, nee, 30 ist hier die reguläre Geschwindigkeit. Ich möchte aber hier auch nicht zu schnell fahren, weil wie gesagt, ich kenne die Signale nicht so richtig. Hier dürfen wir scheinbar auch vorbeifahren. Ja, das ist halt Frankreich. Anderes Signalsystem, andere Regeln. Komplett neue Welt im Eisenbahnverkehr. So, ich hoffe aber auf jeden Fall mal, dass dir die Fahrt gefallen hat. Mir hat es auf jeden Fall einen mordsmäßigen Spaß bereitet, einfach mal wieder mit dem TGV durch Frankreich durchzuzischen. Wenn auch mit einigen Komplikationen und Fahrfehlern, aber ich denke mal, die Freude sollte hier an erster Stelle stehen und diese hat es mir auf jeden Fall bereitet. Wenn es dir genauso erging, dann Däumchen hoch unter dem Video, Kanal abonnieren, wenn es dir gefallen hat und du mehr vom Thema Eisenbahn sehen möchtest. Wie gesagt, wir sind auch immer mal wieder in Frankreich, in Großbritannien oder anderen Ländern Europas unterwegs. Gerne machen wir auch mal einen Abstecher in die USA zum Beispiel, aber Hauptaugenmerk liegt einfach auf deutschen Strecken und ja, den deutschen Zügen. Beziehungsweise natürlich Österreich und der Schweiz. So, ich bedanke mich fürs Mitfahren. Allseits gute Fahrt. Wünscht Thinking Flying You. Bis zum nächsten Mal und komme gut an.